St. Peter Nürnberg. Die Spiele heute mit Deutschland als Aufstellung. Die Mannschaftsführerin Bettina Eckersdorfer. Hat 2 Sandra Gruber. Die 3 Simona Weinhäupel. Die 4 Elisabeth Ganzer. Und am 5 Elisabeth. Jetzt die Frage, wo sind die Fans von der ESV Union von Holz? Sie spielen mit der Mannschaftsführerin Julia Feichtgraber. Platz 2, Nicole Feichtgraber. Die 3, Simone Steiner. Luise Storrer und die 5 Elfriede Glatz. Schiedsrichter der heutigen Partie des Finales ist Andreas Kerschhofer. Herzlich willkommen. Zum Prozedere wieder. Es geht natürlich wieder Best of 3. Also wer als erstes 4 Spielpunkte hat, ist Staatsmeister 2021. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf geht's, los geht's. Seien Sie laut, auf geht's. Jawohl! Jawohl!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Und das sind 3 Punkte für das Stammsportamt Peter Dürrbier. Gibt es eine weitere Verlängerung mit 2 Herren.
Gratulation, Staatsmeistertitel verteidigt. Gell? Simona, zweiter Platz, auch Gratulation. Danke. Simone, ein Spiel, ein Finale, dein Kommentar dazu. Ja, es war, wie soll ich sagen, es war irgendwie not gegen Irland. Es hat keiner die Chance nutzen wollen, den Sack zum Zumachen. Ich bin einfach froh, dass wir mannschaftlich einfach so kompakt geblieben sind, dass wir uns nicht aufgegeben haben, dass wir gekämpft haben bis zum Schluss. Ja, Wimberg hat uns dann die Fehler gegeben. Wir haben es dann Gott sei Dank auch annehmen können und im Endeffekt, ja, zum Schluss haben wir dann schon gezeigt, dass wir klasse spielen können. Ja, ich bin einfach nur so stolz, dass wir jetzt das Triple haben und ja, es gibt nichts Schöneres, als wir jetzt dann einmal als Staatsmeister da zum Stein. Vor allem auch beim neuen Modus ist ja für die Damen das erste Mal vor so einer Kulisse zum Spielen. Und das schaut sehr leicht aus, aber es ist nicht leicht vor so vielen Leuten zum Spielen. Simona, dein Kommentar zum Spiel. Ja, wir haben gut gestartet, aber dann war einfach die Nervosität zu groß, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Wir haben zu viele Fehler gemacht, vorhin hat es nutzen können. Es war trotzdem spannend bis zum Schluss. Ja, und sind eigentlich jetzt mit dem zweiten Platz schon sehr zufrieden und glücklich. Was ist da so schwer? Nervosität. Also Simone, du hast ja Weltmeisterschaften vor tausende Zuschauer gewonnen. Simona war ja auch sehr erfolgreich mit dem Nationalteam vor mehreren Spielen. Warum ist das heute ein bisschen anders gewesen? Ja, ich sage Mannschaft und Ziel. Ich bin ja vor allem im internationalen Zielsport tätig. Da ist das ganz was anderes, weil du spielst für dich selber und da machst, wenn du selber einen Fehler machst, dann bist du selber für das verantwortlich. Und was im Mannschaftsspiel schon anders ist, du hast einfach viel mehr Pausen in die Versuchen. Das heißt, du hast einen Fehler, wartest du einfach so lange, bis zum nächsten Versuch kommst. Und das ist einfach ganz was anderes, wenn dann ein Fan, wenn dann das Raunen durchgeht, wenn man vorbeischießt, das ist einfach ganz was anderes. Und da muss man wirklich schauen, dass man am Platz bleibt, dass man 100% bei der Sache ist. Und wir haben, also was uns heuer so wild stark gemacht hat, ist einfach das, dass wir mannschaftlich uns einfach intern so gut verstehen und es lässt keiner in den Kopf hängen, beziehungsweise es hilft ja jeden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste im Stocksport. Und man kann auch die 5 besten Spieler zusammentun, aber ich glaube noch immer, dass der Schlüssel zum Erfolg ist, wie es in der Mannschaft harmoniert. Wenn ich einen sterben lasse, dann wird die Mannschaft keinen Erfolg haben. Und ja, wir sind mannschaftlich diesbezüglich, glaube ich, schon sehr weit vorne einzumreiben. Simona, das Raunen. Das U ist vor deinem durch und durch, oder? Ja, natürlich. Aber ich sage, das gehört dazu. Und wir, ich bin wirklich sehr zufrieden, dass wir jetzt mit den Herren zumindest zusammengelegt worden sind. Ich bin da schon ein großer Fan von dem und auch überzeugt, dass der Damensport nur profitieren kann von dem. Also ein Finaltag von Damen alleine ist meines Erachtens uninteressant. Ihr werdet das aufholen. Es wird ein Finaltag mit den Damen allein sehr interessant werden, bin ich überzeugt. Es kennt beide weit mehr, als ihr es im Finale gesagt habt. Das weiß auch jeder da von den Stocksportlern sowieso. Ja. Viel Erfolg in Zukunft. Gratulation nochmal beiden. Und danke.